wir hatten euch im letzten Jahr gezeigt, dass ich so einen Honig-Adventskalender mir zugelegt hatte. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir auch die Bastelkalender vorgestellt haben, was da so alles jeden Tag drin war, zeigen wir euch den Honigkalender auch nochmal, damit ihr wisst, ob er jetzt in diesem Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr euch so einen zulegt. Und also ich finde es eine coole Sache, ist was anderes als Schokolade immer. Hier sind jetzt 1170 Gramm Füllung insgesamt drin. Da sind ja nicht nur kleine Honiggläschen, aber eben auch viele Honiggläschen und noch ein paar andere Sachen. Wir zeigen es euch jetzt mal. So sieht dann jetzt hier immer so ein Schubfach aus. Also das ist jetzt immer so in Schubfächer aufgeteilt. Das ist jetzt ein bisschen, fand ich, blöd, weil du immer erstmal gucken musst, in welchem Fach ist jetzt welches Dingens drin, also welche Nummer drin. Wir packen die Nummern jetzt erstmal alle aus, dann gehen die leichter aufzumachen. Du weißt doch, wer sucht, der findet. Ja. Also dieser Teil will einfach nicht stehen. Action. Action. So, hier seht ihr dann jetzt alle Päckchen mal auf einen Haufen. Das sind jetzt natürlich 24 Stück. Wir öffnen jetzt einfach mal die 1. Die Kartons, also diese kleinen Kästchen, werde ich auch nicht entsorgen. Die werde ich fürs nächste Jahr einfach für den nächsten Weihnachtskalender weiter behalten. Ist doch kein Honig. Nee, da sind jetzt Honig-Gummibärchen drin. Was? Gummibärchen. 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 Gummibärchen wollte ich sagen. Honig-Gummibärchen. Die sind sau lecker, also richtig Gummibärchen mit aus Honigsaft gemacht. Ist ja cool. Ja, so 1. So, dann schauen wir in die 2. Da haben wir, ich brauche eine Brille. Wer noch gucken kann, ne? Ja, also wenn man nicht lesen kann, was das für Honig ist, bringt euch das ja auch nichts. Also ihr seht es ja dann vielleicht, aber ich weiß jetzt ja nicht, was ich in der Hand habe. Hier haben wir dann jetzt Weißdornhonig. Ist mal was anderes, kennt man nicht. Weißdornhonig. Zweite Sache. Die 3. Akazienhonig, das kennt man. Das ist dann mal eine Sorte, die jeder kennt halt. Aber sowas muss ja auch drin sein. Kann ja nicht jeder immer nur so außergewöhnliche Sorten drin haben. Könnte man, muss man aber nicht. Muss man nicht, nee. So, 4. Hier haben wir dann jetzt Zimt in Honig. Oh. Ist ja ein Weihnachtskalender, kann man dann natürlich auch weihnachtlichen aber Zimt Geschmack. Zimt kann man auch das ganze Jahr über essen. Ja, Zimt in Honig. Hier haben wir jetzt die 5, da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Also ich habe die alle aufgemacht zum Advent immer, also zu den Tagen. Und habe die dann immer wieder reingepackt ins Kästchen, weil ich mir gesagt habe, nee, das müssen wir noch zeigen am Ende. Aber hier konnte ich jetzt nicht warten. Bauernkirsche, nee, Sauerkirsche in Honig. Oh, Bauernkirsche, also wirklich, wer lesen kann, ist voll im Vorteil. Sauerkirsche in Honig, und da seht ihr, das war wirklich lecker. Da ist noch für ihn Brötchen, ist noch so was drin. Also Sauerkirsche in Honig, das war richtig lecker. Hier haben wir dann jetzt die 6 und da haben wir Altländer Bienenhonig. Mhm. Also lecker. Hier haben wir dann die 7 Wald- und Blütenhonig. Das ist dann so ein dunkler, so sieht Waldhonig halt aus. So, dann haben wir hier die 8. Echt, diese alte Schrift macht mir auch ein bisschen... Kannst du das? Seestlandhonig? Festlandhonig? Ja, Östlandhonig. Nee, mit Est. Seest, Restlandhonig. Also, diese alten Buchstaben ist ja immer gut gemeint, aber ist nicht so einfach. Halt mal still, ich guck mal dich daran. Könnte jetzt ein Seestlandhonig sein, kenne ich aber nicht. Also, wer da weiß, was die Nummer 8 für ein Honig ist. Übersetzt ihr das mal bitte. Kann auch ein Restlandhonig, echt, ist schwer zu lesen. Das ist die Frageaufgabe jetzt. Ja. Rätselaufgabe. Denksportaufgabe, wer weiß Bescheid. Die 9 ist dann Kakao in Honig, oh. Ist bestimmt auch lecker, Schokoladenhonig, Kakaohonig. So, die 10, das sind dann jetzt Honigbonbons. Oh. Ist auch lecker, Honigbonbons. Die haben sich aber auch was infallen lassen. Ja. Und also, die haben ein riesen Programm da in diesem. Ja, ihr könnt da das ganze Jahr natürlich Honig bestellen, in allen möglichen Größen von Gläsern und also von so kleinen Probiergläschen. Da gibt es dann immer so Probiersets. Oder ihr könnt eben große Gläser kaufen und auch Litergläser. Und Bomben. Da könnt ihr alles, was aus Honig ist, natürlich auch diese Kerzenwachs, da diese Kerzenwachs, Bienenwachs. Hier haben wir Rapshonig in der 11.
Reibst du nicht so mal lecker. Hier haben wir Bienenpower für körperliche und geistige Fitness. Na, das brauche ich dann. Lichtgeschützt und Kühllage. Hauptsächlich für geistliche Fitness. Körperlich ist zu spät, ja. Der körperlich ist zu spät. So, dann haben wir hier die 13, das ist Lindenhonig. Oh, das ist viel lecker. Lindenhonig ist auch edel. Der ist immer so schön cremig und lecker. Oh, cool. So, hier haben wir die 14. Mandarine in Honig. Na, das ist ja auch wieder was Tolles. Da haben sich auch was Schönes einfallen lassen. Das ist außerdem so ein Familienbetrieb. Mehrere Generationen, die da zusammenarbeiten. Und die haben sogar eine Pension. Da also kann man direkt hinfahren und da kannst, holen. Kannst du hinfahren und zugucken, wie die Honig machen. Ach so. Das ist cool. Hm? Mandarine in Honig. 15 haben wir dann Fenchelblütenhonig. Das ist auch mal was Besonderes. Fenchelblütenhonig kriegt man sonst auch nicht so überall. Also die haben wundervolle Sorten. So, die 16, da haben wir dann nochmal Honigbonbons. Nee, das aber sind andere. Andere. Honigbonbons Spezial. Und das sind nur Honigbonbons. Mit Vollmilch. Hier steht noch mit Vollmilch. Das aber ist ja cool. Milch-Honigbonbons. 17. Senfblütenhonig. Na, das habe ich auch noch nicht gehabt. Aus nee. Senfblüten. Das ist auch cool. Wo kriegen die denn die Blüten her? Ja, frag mich. Die fahren wohl durch die ganze Welt und holen sich da den Honig. Die Blüten. Die werden sich da schon was bei denken. Die wissen ganz genau, wo man das kriegt. Das sind Profis. Quatsch. Was hat denn jetzt für eine 17? 18. Hier haben wir dann Lebkuchen in Honig. Das ist ja auch cool. Lebkuchen in Honig. Da musst du erstmal drauf kommen. Ja. Lebkuchen in Honig. 19. Franz Gebirgshonig. Geerntet im Juragebirge. Das steht sogar drauf, siehst du. Also die haben überall ihre Bienen zu stehen, wo diese Sachen gibt. Geerntet in Norddeutschland. Da werden sie dann wo Senfkörner herstellen. Also nee, da werden die Beete sein und die fahren mit ihren Bienen dahin und holen genau. sich da den Honig denn. Also stellen den daher. Denn. Genau, geerntet in Norddeutschland. Ich glaube, sowas hatte ich auch gelesen. Ist schon wieder so lange her, dass ich das gelesen hatte. Im Juragebirge. Ist schon cool. So, hier haben wir dann die 20 Kastanienhonig. Das habe ich auch noch nie gehört, aus Kastanienblütenhonig. Aber das sind Juteblüten. Ja, die stehen überall, aber ich habe noch nie Kastanienhonig irgendwo gekauft. Na, wenn keiner da seine Bienen hinstellt, ja. wo Kastanien wachsen. Cool, Kastanienhonig. Das ist eine super Idee, was sie hier gemacht haben. Die fahren überall in der Welt dahin, wo die Pflanzen sind, oder Deutschland zumindest, und holen sich da den Honig. Ja, noch viel schöner finde ich ja, dass man da hinfahren, Urlaub machen und zugucken kann, wie man den Honig macht. Das hast du ja in der Stadt auch nicht. Also wir auf dem Dorf wissen, wie man Honig macht. Aber wenn du so in der Stadt wohnst mit Kindern, da mal Urlaub machen. Also ich verlinke euch. Alle hier auf dem Dorf wissen auch nicht. Wir wissen das nur, weil wir ja. Leute kennen, die auch Honig machen. Wie die hier, die Honig machen. Ja. Aber ist eine coole Idee da, Urlaub auf dem Bauernhof oder eben Urlaub in der Imkerei? Ich würde das dann aber in der Imkerei machen. Gut, mich würden die Bienen immer pieksen. Die sind doch ja nicht da, wo der Honig gemacht wird. Die sind auf dem Acker. Und da ist nur die Küche, wo denn das hier... Vor Bienen habe ich Angst. Ich habe eine Allergie gegen Bienenstiche. Das ist ja nicht schlimm. Holsteiner Landhonig in der 21. Ist schon cool. Na. Also, ja, die pieksen ja auch nicht jeden. Aber mich pieksen sie immer. Ich habe das Kind schon... Das sind Wespen. Ja, da sterbe ich ja dran. Die 22. 22. Der Bienenstich ist so minimal, das merkst du nicht mal. Ja, du nicht. Wenn du nicht allergisch dagegen bist, merkst du das überhaupt ja. Du hast ja auch, das ist bei dir wie ein Mückenstich. Aber bei mir hast du ja sehen, ich habe so eine Hand dann immer bei gleich. Bei mir hat nicht mal eine Hornisse was ausgemacht, als sie mich gestochen hat. Und ich sterbe dann da halt. Da war ein Pickel wie von einer Mücke. Ich muss ins Krankenhaus und bei dir ist das auch, war bestimmt bloß eine Mücke. Nee, war eine Hornisse. Ja. So, weiter. Heidehonig Spezial. Heidehonig kennt man ja nun schon öfter mal, aber ist cool. Nektar von Kaluna und Erika Heide. Cool. So, jetzt sind wir schon bei der 23 angelangt. Da haben wir Thymianhonig. Ursprungsland Griechenland. Thymianhonig. Habe ich auch noch nie gegessen. Es gibt so viele Sorten, die man noch nie gegessen hat. Und die haben noch viel mehr. Das sind ja jetzt hier bloß... 24. Ja, sind ja nicht mal 24, weil du ja noch andere Ach Sachen so. Hast. Aber die haben über 30 Sorten. Ja, 21 sind sie. Ja. Die haben aber über 30 Sorten. Ständig da im Angebot. Jetzt haben wir hier die 24 Löwenzahnhonig. Cool. Wir haben aus Löwenzahn Blütenhonig gemacht. Und das ist jetzt richtig aus den Blüten der Nektar. Und dann der Honig von den ja. Bienchen.
Ursprungsland Frankreich. Cool, also wunderschöner Kalender, wunderschöne, ja wie sagt man jetzt da, Imkerei, wunderschönes Familienunternehmen, sagen wir so dazu. Also wir können euch nur ans Herz legen, wenn ihr für nächstes Mal was sucht, nehmt euch vielleicht mal einen Honigkalender und unterstützt vor allem heimische Imker. Das ist ja so ein Imkereibetrieb aus Deutschland natürlich. Es gibt natürlich bestimmt auch kostengünstigere bei Amazon oder was weiß ich zu kaufen, aber die sind dann eben alle aus dem Ausland. Und das ist nicht so einmalig. Und hier hast du wirklich einen deutschen Betrieb, wo du weißt, wo das herkommt, steht alles drauf, wo es herkommt. Die machen das alles in Handarbeit, Familienbetrieb, finde ich immer cool. Und Urlaub da zu machen, das wäre echt nochmal... Der Hammer. Das wäre echt nochmal überlegenswert. Mit Enkelchen. Ja. So, in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder das Neueste und versuchen euch immer wieder die schönsten Sachen zu zeigen. Schaut immer wieder bei uns rein. Hoffen wir mal, dass es nicht nur beim Versuch bleibt, ne? Ja.